Auf der Neukölner Bühne beim Maschsee-Fest spielten Rosarius Mowing. Die Band aus Argentinien brachte die Zuschauer mit einem Mix aus Swing, Ska, Jazz, Dixie, Rockabilly, Mambo, Bolero und Tango zum Tanzen und Feiern. Wir hatten nach dem Konzert den Mainsänger Diego Javier Casanova im Interview. Zuerst fragten wir ihn, wie die Band entstanden sei. Er hatte einen Freund, Bebasco, und sie haben oft darüber geredet, eine Band zu gründen und fingen an, zusammen zu spielen. Sie verbesserten sich und die anderen kamen später dazu. Rosarius Mowing ist keine Swingband, aber eine Band mit Swing. Rosarius Mowing ist eine Band mit Tanz und mit Swing. Es ist eine Band für meine Seele. Die Liebe zur Musik ist der Band auf der Bühne sehr stark anzusehen. Ich bin sehr glücklich und mein Herz explodiert, wenn ich Musik mache. Meine Seele würde ohne sie sterben. Vor kurzem releaste Rosarius Mowing 3 CDs aus ihren 13 Jahren, die sie zusammen Musik machen. Hier ist die Entwicklung ihrer Musik klar zu sehen. The release of the 3 CDs was to like a synopsis or a resume of the of these 13 years. Das Release der 3 CDs war eine Art Zusammenfassung der 13 Jahre. Wenn eine achtköpfige Band sich in den Jahren nicht wandelt, wäre sie tot. Auf der Bühne heizt Rosarius Mowing dem Publikum mächtig ein und animiert sie mitzumachen, zu tanzen und zu feiern. He laughed about himself and once he closed his eyes. Er lacht oft über sich selbst und einmal schloss er die Augen und stolperte von der Bühne. Er hat aber die Gabe, über sich selbst lachen zu können. Das macht das Leben einfacher. Wir fragten den Sänger, wie das Gefühl sei, vor so vielen tanzenden und feiernden Menschen auf der Bühne zu stehen. I'm the boss. Yeah. I'm very happy. It's the più bello. Ich bin der Chef auf der Bühne. Es ist ein sehr toller Moment, der beste Moment in meinem Leben. It's the best moment of my life. It's the best. Die Texte zu den Liedern von Rosarius Mowing schreibt der Sänger selbst. Die Texte beschreiben oft das Leben und die Freude an diesem. Ich schreibe die Texte. Sie sind von unserem Leben. In 13 Jahren Musik gibt es viele Dinge und vor allem auch Menschen, die einen Musiker inspirieren können. Jeder Musiker, den er in den Jahren kennengelernt hat, hat ihn inspiriert und beeinflusst. Das Konzert und die Bühnenshow der Band kamen beim Publikum sehr gut an. Wir fragten nach, was man von ihnen in Zukunft Neues hören würde. Es werden dauerhaft neue Songs geschrieben. Es wären bereits genug für ein neues Album.
Rosarius Moing war nicht das erste Mal in Hannover. Vor einem Jahr wurden sie zusammen mit den Kingsmans durch Deutschland und auch ein Halt in Hannover war. Dort und dran. Die Band ist von Hannover begeistert. Der Auftritt letztes Jahr war eine Herausforderung, aber er fühlte sich sehr reich an Erfahrung durch die verschiedenen Orte. Sie fühlten sich wie zu Hause, wurden sehr nett behandelt und fanden Hannover sehr schön und hoffen nächstes Jahr wiederzukommen. Als sie dieses Jahr wiederkamen, wussten sie, sie würden viele Freunde wieder treffen. Sie waren sehr glücklich hier und genossen ihren Aufenthalt in Hannover. Das Konzert der Band war sehr rhythmisch und regte die Zuschauer an, viel zu tanzen und zu feiern. Nachher forderten sie sogar eine Zugabe.